Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einer neuen Let's Play Nintendo 64 Episode. Ja, und wir sind immer noch beim Buchstaben C, nachdem wir uns ja das letzte Mal die beiden Chameleon Twist Teile angeschaut haben. Und da wir beim Buchstaben C im PAL-Alphabet sind, spielen wir heute Charlie's Blast Territory. Mag vielleicht der ein oder andere von euch kennen. Ich kannte es eine ganze Zeit lang nicht, bis ich es mir mal irgendwann für die Sammlung gekauft habe. Und ich habe anfangs gedacht, dass das Ganze ein Bowling-Spiel war. Ich weiß nicht wieso, ich habe immer gedacht, das ist ein Bowling-Game. Oder so eine Art Bomberman oder so. Aber nein, Charlie's Blast ist ein Puzzle-Game. Und wir spielen jetzt mal den Puzzle-Mode. Multiplayer kann ich nicht, weil ich hier alleine zocke. Aber den Puzzle-Mode zeige ich euch jetzt. Das Ganze hat noch ein ganz oldschooliges Passwortsystem, wie ihr seht. Wir machen einfach mal Play und ich zeige euch die ersten Level. Es geht sofort los, ohne viel Wenn und Aber. Wirft uns das Spiel in die ersten Rennen, sage ich jetzt schon, in die ersten Level. So, ich bin Charlie, es rennt eine Uhr und ich muss jetzt hier quasi eine Bombe anzünden, wegrennen. Die wird dann unter einem Timer gezündet. Und ja, da muss quasi das ganze Level auf einmal erledigt sein, auf einmal explodieren. Erst dann hat man das Level geschafft. So einfach ist das. Ja, einfach zumindest zu Anfang, weil das Spiel doch recht knackig wird. Ich habe es, als ich es mir für die Sammlung gekauft habe, vor einem oder zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich es mal kurz angespielt und mir dann gedacht, hey, ist ja doch ganz nett. Und ja, dann habe ich es tatsächlich eine ganze Weile gespielt. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich hier erstmal über diese... oder auf diese Plattform, um auf die andere Seite zu kommen. Dann muss ich gucken, was ich da genau anzünde. Ich probiere mal einfach. Nee, kann ich nicht. So, die Bombe zünde ich mal an und dann schauen wir mal, was passiert. So, und das löst eine Kettenreaktion aus und zack, habe ich auch dieses Level geschafft. Also es fängt recht simpel an, wie ihr seht. Passwort brauche ich jetzt hier nicht. Nächstes Level. So, hier muss ich schon ein bisschen grübeln und gucken, wie ich denn auf die andere Seite gelange. Da muss ich nämlich erstmal rechts, dann runter, dann auf die Plattform, zack. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier richtig time, um dann rüber zu springen. So, bumm. Hier muss ich auch gut laufen, damit mich die Dinger hier nicht erwischen, sonst, bumm, seht ihr, sonst schießen die mich nämlich zurück. Und da Charlie nicht gerade der Schnellste ist, muss man hier genau timen, wie man denn läuft. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Nein. Aber zum Glück schmeißt nämlich nur ein Feld zurück. Für die einen oder anderen wird das jetzt von euch langweilig wirken. Ich finde es ganz nett. Das gibt's doch gar nicht. So, hier muss ich erstmal genau gucken, wie mache ich das am besten. Der schießt mich immer zurück, wie ihr seht. Da muss immer das Timing stimmen. Schon zu spät. Das war zu früh. Das war auch zu früh. Kann ich da irgendwas machen, um dem entgegenzuwirken? Ich kann nur die Kamera drehen, wie ihr seht. Mit den C-Knöpfen. Ansonsten kann ich hier nicht viel machen. Schon stecke ich fest. Mann, Mann, Mann. Dabei habe ich das doch damals wirklich eine ganze Weile gespielt. Ich weiß gerade nicht, was ich tun muss. Ist das peinlich hier. Mann, Mann, Mann. Wie komme ich denn jetzt hier über dieses Hindernis? Tja. Einfach mal im richtigen Timing drüber laufen. Habt ihr ja gerade gesehen. Aber leider ist jetzt die Zeit vorbei. Timeout, try again. So, wir versuchen es jetzt also nochmal. Erst auf die andere Seite gelangen und dann hoffentlich durch dieses dämliche Hindernis kommen. So. Das Ganze ist recht gemächlich. Macht bedingt Spaß.
es ist mal was anderes. Wer also auf Puzzle-Spiele steht, kann gerne einen Blick riskieren. Aber ich finde, das ist wieder so eins der Spiele, die man nicht unbedingt haben muss. Wer aber, wie gesagt, auf Puzzle-Games steht und das ein oder andere mal probieren möchte, der kann da gerne zugreifen. So. Zack, und schon beim ersten Mal geschafft. Das gibt's doch gar nicht. Ihr seht also, Timing ist hier tatsächlich das A und O. Jetzt muss ich ein bisschen mal Fersengeld geben, damit ich hier nicht mitgebombt werde, zerbombt werde. So. Ja, und schon geht's weiter. Ich habe damals ein paar Euro für bezahlt, habe es mir, wie gesagt, für die Sammlung gekauft. Wenn ich es aktiv spielen würde, wäre es, glaube ich, kein Spiel für mich, was mich lange überzeugt. Aber es ist halt auf seine Art recht skurril. Dann muss ich hier gucken, was ich hier mache. Zack, jetzt habe ich dieses Hindernis plötzlich bedeckt, habt ihr ja gesehen. So, jetzt muss ich hier nur durchkommen. So. Ja, mal gucken, ob das jetzt so klappt. Jetzt hau ich mal ab. Gucken wir uns das mal an. Ja, sieht gut aus. Auch das vierte Level wäre geschafft. Wie der Multiplayer aussieht, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe das Spiel noch nie Multiplayer gespielt. Sondern tatsächlich nur im Singleplayer. Oder auch nicht so weit jetzt. Also vielleicht mal 10 Level oder so gespielt. Mehr aber auch nicht. Muss ich hier den Stein schieben. Dafür bedecken wir jetzt einfach mal den. Ich glaube, was kann ich denn damit machen? Gar nichts. So, das kann ich auch schieben. Aber das war jetzt, glaube ich, verkehrt. Ja. Das war leider verkehrt. Das heißt, ich muss restarten. Ich muss nämlich die Bombe zu den TNT, zu diesem TNT-Bereich da hinten schieben. Wie stelle ich das jetzt am besten an, würdet ihr euch fragen. Wenn ich das so mache, geht das ja auch nicht, weil ich, sag's euch jetzt einfach mal, weil ich die Bombe nicht ziehen kann. Ich kann sie nur schieben. So, und hier, wie gesagt, leider nicht geschafft, weil das TNT nicht mit explodiert ist. Also, try again. So. Wenn ich jetzt mal von der anderen Seite gehe, mal gucken, ob das klappt. Charlie bewegt sich leider nur so mega lahm. Und auch das geht jetzt nicht mehr, weil ich dann, wie gesagt, die Kugel hier nicht ziehen kann, sondern nur anzünden. Schade. Und wenn ich es einmal angezündet habe, kann ich noch nicht mal pausieren und das Level restarten. Das geht also auch nicht. Aber wie ihr seht, man hat unendlich Continues und kann dann hier auch schon wieder ansetzen. Mehr kann ich euch zu dem Spiel eigentlich gar nicht zeigen, weil es, wie gesagt, hier Level für Level so geht. Es ist nicht schlecht, es ist okay. Kann man spielen, muss man nicht, wie schon gesagt. So, probieren wir das mal andersrum. Machen wir das mal so. So. Ach, Mist. Das wollte ich doch gar nicht. Da habe ich leider einmal falsch überlegt. Einmal zu viel geschoben. Ich wollte nämlich diesen Block hier auf den Gegner schieben. So, dann die Kugel nach links, dann wieder zurückgehen. Ich weiß auch gar nicht, was das Spiel damals von der Presse bekam, keine Ahnung. Ich glaube, ich guck's mal nach. Och nein, schon wieder einmal zu fest geschoben. Also man muss echt aufpassen, wenn man auch nur ein bisschen zu fest mit dem Analogstick schiebt, dann kann es passieren, dass das Level schnell unlösbar wird und man neu starten muss, wie ihr hier gerade bei mir gesehen habt. Also schön sachte,
mit dem Analogstick umgehen. Nur ein kleiner Tipp, falls ihr Charlie's Blast Territory noch spielen wollt, nachdem ihr das Video bei mir gesehen habt. Und wie immer gilt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ihr könnt ja alle N64-Spiele, die ihr bei mir seht, auch sofort kaufen. Wenn ihr dann nämlich sagt, ja, das ist ein Spiel für mich, das will ich mir gerne ansehen, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr einfach auf meine Videobeschreibung guckt, die euch aufklappt. Schön könnt ihr euch nämlich genau angucken, wann das Spiel erschien und wie ihr euch das am besten kaufen könnt. Das geht alles ohne Probleme. Nur mal so als kleiner Tipp, falls es dem einen oder anderen unbekannt ist. Also wenn ihr sagt, ey, Charlie's Blast Territory gefällt mir, will ich zocken, dann guckt einfach in meine Videospielbeschreibung, da findet ihr einen Link, wo ihr das Spiel dann auch sofort erwerben könnt. So, jetzt habe ich dieses Level geschafft. Ihr seht, mit ein bisschen Grübeln geht alles in Charlie's Blast Territory. Und jetzt bin ich schon im nächsten Level. Ich denke mal, das war es jetzt aber auch mit diesem Gameplay-Check. Mehr kann ich euch, wie gesagt, zu Charlie's Blast Territory nicht zeigen. Es ist halt ein recht nettes Puzzle-Game mit einem sehr komischen Helden, mit einem frischen Szenario, frischem Setting. Gefällt mir ganz gut. Muss man aber, wie gesagt, nicht unbedingt spielen. Kann man, wenn man möchte. Dafür ist das Spiel leider viel zu träge und viel zu schlicht gestrickt. Das war es aber an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und wenn dem so ist, dann gebt mir einfach ein Like, wenn ihr möchtet. Das war's aber, wie gesagt, von mir. Ich gucke, dass ich jetzt vielleicht das ein oder andere Level noch spiele. Und ja, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mit mir ein bisschen über das Spiel diskutiert, das Spiel kommentiert oder das Video kommentiert, eher gesagt. Und dann können wir ja mal schauen, ob das Spiel den ein oder anderen Fan dazu gewinnt. So, ich mache an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns spätestens Donnerstag wieder mit einem neuen Let's Play Nintendo 64 Video. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye. Thank you.